Ja, hallo zusammen. Ich bin angekommen in Amerika und ich möchte dich einfach schnell so ein bisschen zeigen, wo bin ich da gelandet, wo lebe ich, mit wem lebe ich zusammen. Und ich einfach schnell eine kleine Haustour geben. Ich muss zum Coiffeur. Einen Moment. So, viel besser. Also, fangen wir an mit der Haustour. Ja, jetzt da sind wir gerade in meinem Zimmer. Das heißt, wir haben da ein Doppelbett. Ich teile mein Zimmer mit einem Mexikaner. Es ist nicht gerade das größte Zimmer, aber es ist okay. Ich denke, wir gehen jetzt gerade mal raus. Okay, wir sind jetzt draußen. Eigentlich hinter unserem Haus. Wir fangen hier gerade mal an mit einem kleinen Parkplatz hinter dem Haus. Da hat es normalerweise drei Autos. Eins ist noch in der Garage. Dann ist das unsere grosse Wiese, die wir zur unserer Verfügung haben. Und das ist recht cool. Da draußen können wir ein bisschen Frisbee spielen oder Fußball. Ja, wir können hier im Winter Iglus bauen und draußen schlafen. Mal schauen, ob wir das dann machen. Dann gehen wir mal ins Haus. Nice! Hello! Alright, let's meet our roommate or housemate. Can you guys like introduce yourself with your name and where you're from? I'm Nathan, I'm from Washington. There we go. Wait, no, other way. Other way. Yeah, you already heard that I'm from Washington. Yeah, I'm Kyle. I'm from Iowa. Hey, I'm Fernando. I'm from Mexico. This is my roommate, actually. Yay! Hi, I'm Colin, and I'm from Texas and Africa. Nice. I'm from Africa, too. I'm from Brazil! Yeah, the rest of the guys are somewhere scattered. We'll find them afterwards. Also, da haben wir Küche. Es ist ziemlich gross, also hier essen wir, kochen hier. Wir haben drei grosse Kühlschränke, wo alles unser Essen drin ist. Here's the next one. Can you shortly introduce yourself, hey, your name and where you're from? Hey, I'm Steven. I'm a missionary kid from Southeast Asia and I think David's awesome. So. Thank you. I think he's awesome too. Airplanes. We're gonna go fly for a little bit, hopefully. Okay. Nice. Let's see your pilot's top. Okay, dann gehen wir weiter. Da ist eigentlich der Wohnraum. Also wir haben da wirklich gemütliche Sofas. Wir haben da recht viel Platz. Wir haben da in der Mitte eine Leinwand aufgehängt. Dahinter hätten wir einen Esstisch, wo wir aber eigentlich fast nie brauchen, weil wir in der Küche essen. Dann hier ein Ofen. Klavier, Eingangsraum. Also ich bin am Dienstag vor einer Woche hier angekommen. Ich bin von Zürich auf Frankfurt und dann weiter auf Portland und dann schließlich auf Spokane geflogen. Ja, als ich in Frankfurt angekommen bin, hatte der Flieger schon Verspätung gehabt und darum war ich nachher gespart für meinen Anschlussflug in Portland. Ich musste dort 3 Stunden warten und dann hatte der Flieger auch wieder Verspätung gehabt. Also bin ich schlussendlich um die 11, 12 Uhr Mitternacht herum hier angekommen. Aber es war kein Problem. Eben wie ihr seht, ich habe super Leute hier im Haus. Die haben mir alles gezeigt, dann sind wir shoppen gegangen für alles, was ich sonst noch gebraucht habe. Und dann haben wir eigentlich gestartet mit dem Studententag, internationalen Studententag und die Orientierung für alle Studenten. Und darum, ich bin super gespannt auf den Montag, also auf morgen, wenn es endlich losgeht. Ja. Wie ihr vielleicht gemerkt habt draussen, es ist sehr, sehr grau. Und das habe ich eigentlich schon in Portland gemerkt, als ich dort am Flughafen angekommen bin, rausgeschaut habe und gedacht habe, das ist ein bisschen komisch. Es hat überall Waldbrände, nicht nur in Kalifornien, auch in Washington, ziemlich viel. Und es ist noch lustig, weil
Es schmeckt nicht mega fest nach Rauch, aber es ist wirklich, wirklich grau und man sieht kaum weit. Und heute Morgen sind wir einer von den Orten mit der grössten Luftverschmutzung gewesen. Das ist im Moment nicht das Problem, außer für die, die am Fliegen sind, weil das sehr die Sicht beeinträchtigt. Aber das wird auch wieder vorbeigehen. And I'm feeling where are we going and why? Redo the video. Sorry, give me a sec. I got something in his shoe. He got something in his shoe. Alright, this is going in bloopers. Alright, where are we going and why are we going there? Well, we're going to Patrick and Jonathan's house, or as you would know, Padu and Yoni. Yeah, right. Yoni. We're going to their house. Yoni. Yoni. It's a process, man. Yeah, we're going there. Just to hang out, you know, because that's what bros do. But yeah, as you can see, it's 240 PSI out there. And which means pretty bad air. It's awful air. Normally in Spokane, it's about 20 to 30. And on the breathing index, yeah. This is means very unhealthy. And so it says, do not go outside. You have been warned. So we are putting ourselves to big risks right now, but yeah, it's worth it. But you know, you have to take risks for friendship. True. So I think it's gonna be great. Nice. Yeah, and the other thing is, Yoni and Patrick are two of the Swiss guys. So you will meet them right now. Hallo zusammen, ich bin der Jonathan Lauber, ich bin auch einer von diesen Schweizer, der in Spokane ist, am Moody Aviation. Ich habe schon ein Jahr durch, ich komme jetzt ins zweite Jahr, das heisst ins mechanische Jahr. Es fällt jetzt an mit der ganzen Mechanik über Flugzeug und da bin ich natürlich sehr gespannt. Ja, mir freut es, dass ich da die Kamera von Dave in den Fingern habe und bin gespannt, was das so für ein Typ ist. Und ja, bis ein anderes Mal. Ja, hallo, mein Name ist Patrick Hofstetter, ebenfalls ein Schweizer. Ja, zweites Jahr, das jetzt der anfängt bei mir. Der Joni hat über das schon alles erzählt. Ich bin in Burgdorf aufgewachsen, Kanton Bern. Ja, schon ein paar Sachen ausprobiert und jetzt hier am Moody. Bis, yes, you know it. Oh, David, you're catching fire. Come on. I want to ride on there. He is having the time. You want to try it out? Nope. So maybe these guys you haven't met yet, if you would be so kind just to introduce yourself, your name and where you're from, sir. He is a respectable gentleman. He eats with his mouth closed. That is Jordan. I'm Jordan. I'm from Tennessee. Howdy do. Nice. I'm John. I'm from everywhere. Hello, David's friends. Ich glaube, das wär's für den Moment. Ich bin gut angekommen, habe super Leute an und ich freue mich riesig, bis es anfängt. Es wird ein ziemlich toughes Programm werden, also ich werde nicht viel Zeit haben. Darum weiss ich nicht, wenn das nächste Video aufgeladen wird. Hoffen wir es bald.